Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen im Filmmuseum Frankfurt. Der Film, den ich heute Abend für Sie ausgesucht habe, ist der Film The Shining von Stanley Kubrick. Kubrick ist als Fotograf zum Film gekommen. Er hat schon sehr früh mit 16 beim Magazin Look angefangen, hatte dann plötzlich Filmpläne, weil er inspiriert war von einer Reportage, die er über einen jungen Boxer machte, drehte dann tatsächlich diesen Film mit einem befreundeten Kameramann. Und es kam zu diesem Boxkampf, den beide filmten mit ihren Aris, weit voneinander entfernt, in dem Saal, in dem geboxt wurde. Und beide in der panischen Angst, dass es ein K.O. geben könnte, während die gerade beim Rollenwechseln sind. Kubrick war immer sehr stark involviert in filmische Veränderungen, in technische Veränderungen im Film. Die Ausstellung über ihn, die das Frankfurter Filmmuseum mitinitiiert hat oder sogar erfunden hat, ist ein wunderbares Dokument von den vielen Dingen, die Kubrick dem Kino geschenkt hat. Dazu gehören so Sachen wie die superlichtstarken Objektive von Zeiss, die er erstmals einsetzte bei Barry Lyndon und noch vieles andere. Am Beispiel des heutigen Films kann ich nur sagen, mit diesem Film wurde die Steadicam eingeführt und auch gleich wieder ausgeführt. Weil die Art und Weise, wie Kubrick in The Shining die Steadicam einsetzt, diese endlosen Fahrten durch die Hotelhalle und die ganzen Action-Szenen, die er mit der Steadicam drehte, das war ganz großes Kino, weil es war das erste Mal und danach ist es auch nie wieder so schön gewesen wie in The Shining. Es kam so unerwartet, diese schwebende Kamera durch diese Blutorgie, dass man hingerissen war davon, was Film an der Stelle für eine Eleganz entfalten kann, wenn es um Gewalt geht. Dazu kommt das psychologische Dreieck, was Kubrick zwischen dem jungen Paar und dem Sohn inszeniert hat. Kollateralschaden dieses Films war, dass die wunderbare Hauptdarstellerin Shelley Duvall danach eigentlich nie wieder richtig einen Fuß auf den Boden gekriegt hat. Die hat er, glaube ich, sehr gequält bei diesem Dreh. Jack Nicholson war, glaube ich, in seiner ganzen Karriere nie so gut wie in diesem Film. Er konnte nie seine Macken so schön ausspielen wie in diesem Film The Shining. Und völlig verloren gegangen ist uns leider dieser Junge, das Kind von den beiden, der ein ganz großartiger Schauspieler ist, wenn Sie mal darauf achten wollen. Ich glaube, es ist nach wie vor ist The Shining der Film von allen Filmen, die Gänsehaut verursachen können, der mir am meisten Horror bereiten kann. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung bei The Shining.